meine Produkte unterscheiden sich daher so von einem ganz normalen Glas, dass es mundgeblasen ist. Das heißt, es hat eine ganz hohe Brillanz, eine eigene Glasmischung, darf in die Spülmaschine, hat aber einfach den Faktor, dass es per Hand hergestellt wird und man das dem Produkt auch ganz klar ansieht. Ich liebe das Handwerk und für mich ist es total schwierig, einfach nur zu entwerfen, sondern ich möchte auch sehen, wie das Produkt umgesetzt wird. Ich möchte das sozusagen vom Entwurf bis zum fertigen Objekt gerne alles selber machen. Und es ist ganz toll einfach, dass es so ein uraltes Handwerk ist. Mundgeblasenes Glas wird schon seit zigtausend Jahren hergestellt und fast genau noch auf dieselbe Art und Weise, wie es damals schon gemacht wird. Und das ist mega faszinierend, wenn das heißglühende Glas da ist und man daraus nachher ein fertiges Objekt machen kann.